glaube ich, einiges zu denken und vor allem auch zu handeln mit auf den Weg. Ich möchte mich bei euch allen bedanken für die Teilnahme heute an den Kundgebungen, an der Demonstration. Ich möchte mich bei allen Bündnispartnerinnen bedanken, bei den fast 40 Organisationen, die das hiermit realisiert haben und auch geplant haben, bei allen Rednerinnen des heutigen Tages, beim Schultheater Studio Frankfurt. Ihr habt echt eine ziemlich beeindruckende Performance gemacht. Vielen Dank auch dafür. Und ja, bitte einen Applaus. Genau, und wir werden jetzt zum Abschluss, wir sind nämlich hier an der Friedensbrücke, darüber wurde ja bei der Auftaktkundgebung schon was gesagt, aber hier an der Friedensbrücke, man sieht es von hier nicht, aber wenn ihr um diese Zwischenmauer hier rumgeht, also auf der anderen Seite von der Skatebahn, wo der Basketballplatz ist, da seht ihr ein Graffiti, auf dem die Opfer des rechtsextremen Terroranschlags von Hanau aufgemalt sind. Das ist jetzt ein paar Wochen alt, das haben auch Künstlerinnen gemacht, es waren auch Leute auch aus Hanau hier mit dabei, als das sozusagen enthüllt wurde. Schaut euch das nochmal an und wir würden zum Abschluss noch einen Track spielen von einer Reihe von Hip-Hop-Artists, die unmittelbar nach Hanau einen Song gemacht haben, mit dem Titel Bist du wach? Und ja, und mit diesem Song endet dann auch diese Kundgebung hier. Wir bauen dann langsam ab, wir lassen das jetzt laufen, bleibt noch ein bisschen hier, hört es euch an. Und genau, und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch ja alle einen guten Nachhauseweg zu wünschen. Vielen Dank, dass ihr da wart und bleibt politisch aktiv gegen Krieg und gegen Nazis und gegen Rechte. Danke.